Wir freuen uns heute auf den Vorsitzenden der CDU, Armin Laschet. Armin Laschet von der CDU möchte Bundeskanzler werden. Die CDU ist seit 16 Jahren an der Regierung. Das ist 6 Jahre länger, als ich alt bin. Jetzt haben sie überlegt, dass sie doch noch neue Ideen haben. Zum Beispiel soll keiner mehr Steuern zahlen als jetzt. Die Unternehmen, wo meine Eltern arbeiten, sollen auch nicht mehr als 25% Steuern an Deutschland abgeben. In ihrem Wahlprogramm steht auch, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein soll. Das wollen die mit so einem Wasserstoff machen oder so. Ihre Lieblingsfarbe für Zahlen ist schwarz und am liebsten mögen sie die Null. Ich finde ja bunt besser. Hallo. Hallo. Tag. Hallo. So. Hallo, Herr Laschet. Hallo, Pauline. Hallo. Hallo, Romeo. Warum willst du eigentlich Bundeskanzler werden? Weißt du, ich habe schon, als ich ein größeres Kind war und danach als Jugendlicher, immer gedacht, ich will mich engagieren in der Schule, in der Schülervertretung, bei mir in der Pfarrgemeinde, damit die Welt besser wird. Und jetzt besteht die Chance, dass man das für ganz Deutschland tut. Und das will ich gerne machen. Ich habe Fotos gesehen, auf dem rauchst du Zigarillos. Mhm. Willst du damit aufhören? Also, ist ja ungesund. Ja, das stimmt, aber es ist so vieles ungesund. Und ich rauche die nicht auf Lunge. Haben Sie Polizei geschickt, um Menschen aus Wohnhäusern zu vertreiben? Nein. Menschen, also man darf eigentlich im Wald keine Häuser bauen. Und man darf erst recht nicht aus den Häusern Leute angreifen. Und außerdem ist das ganz nett gefährlich, wenn man im Wald lebt, dann einen Ofen hat, Stromleitungen hinlegt. Und da hat irgendwann unsere Bauministerin gesagt, das ist zu gefährlich, da müssen wir auf den Brandschutz achten. Aber das war gegen das Gesetz, oder? Nein, es hat ein Gericht gesagt, war das die richtige Begründung, konnte man das so machen. Und das muss jetzt noch mal überprüft werden. Aber das Gericht hat das gesagt, oder? Das Gericht hat das gesagt, aber es gibt jetzt noch mal ein Obergericht und die müssen das sich jetzt noch mal angucken. Nur wir haben einen Fall gehabt von wenigen Monaten, da hat eines dieser Häuser gebrannt. Und das ist ja logisch, wenn du in einem Wald einen Ofen reinbringst. Lügt das Gericht? Nein. Wenn du in einen Wald einen Ofen stellst, ist das doch gefährlich. Keiner stellt in einen Wald einen Ofen. Und dann hat es da gebrannt und dann musste einer gerettet werden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus, weil es ganz gefährlich war. Und jetzt muss ein anderes Gericht, das Gericht lügt nicht, das Gericht prüft einfach. Und ein anderes Gericht muss jetzt noch mal prüfen, naja, vielleicht ist Brandschutz doch eine wichtige Sache. Musst du dich dann entschuldigen? Für was? Das Gericht hat ja gesagt, du darfst das nicht. Nein, das Gericht hat, also erstens hat das Gericht gar nicht mit mir gesprochen, sondern das Gericht hat gesagt, ja, das ist klar. Das, was die Bauministerin da gemacht hat, war so nicht okay in der Begründung. Und jetzt kommt ein anderes Gericht und sagt, stimmt denn das oder nicht? Und ich glaube immer noch, man darf in Wäldern kein Feuer machen. Das ist ganz gefährlich und da muss man drauf achten. Baust du dir manchmal eine Höhle, wenn du allein sein willst? Selten. Als Kind habe ich das oft gemacht. Ah. Aber nicht zu Hause, sondern so, wir wohnten nicht weit weg vom Wald und da kann man ganz tolle Höhlen bauen. Als du die Flut doch mal besucht hast, musstest du lachen? Warum? Ja, weil einer eine blöde Bemerkung gemacht hat. Kennst du doch. Welche? Irgendwas Blödes. Ich habe gesagt, das ärgert mich nachher. Ist das gutes Benehmen? Ja, wenn neben dir einer eine Bemerkung macht und du musst lachen, dann ist das blöde. Sollte man nicht. Ärgert mich auch, aber ich habe, weißt du, in der Flut mit so vielen Leuten da gesprochen, Tag und Nacht, die ganz Schreckliches erlebt haben. Und
insofern geht mir das schon nahe. Nur die Leute haben gedacht, der nimmt das nicht ernst, weil er da lacht. Und das ist einfach dämlich. Was ist dämlich? Das Lachen. Kann man Bundeskanzler werden, wenn man sich nicht gut benehmen kann? Nein, aber ich kann mich gut benehmen. Der Bundeskanzler, der muss ja ein Land regieren. Der muss, wenn der international reist, Deutschland vertreten. Und insofern muss man sich da schon benehmen können, sonst kann man das nicht werden. Du bist doch der Chef der CDU, ne? Mhm. Ist Maaßen ein Nazi? Nein. Ich bin immer einer, der gegen Nazis gekämpft hat. Der auch nicht will, dass die irgendwas zu sagen haben. Mit denen reden wir nicht, mit denen machen wir gar nichts. Wir müssen gucken, dass die wieder wegkommen aus dem Parlament. Ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter? Kennst du den? Ja. Warum ist das ein Rechter? Frage ich Sie. Na, wenn du mir fragst, ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter, musst du ja wissen, wer Hans-Georg Maaßen ist oder was der Schlimmes gemacht hat. Also ich teile nicht alles. Ja, ich habe andere Meinung als er, aber in der Partei gibt es solche und solche Leute. Und die, die da in Thüringen wohnen, haben gesagt, wir wollen ihn aufstellen. Aber was findest du gut an ihm? Ich sag doch gerade, er ist in Thüringen, das ist auch ein Land in Deutschland, aufgestellt. Und die Leute, die da sagen, wer soll eigentlich unseren Kreis vertreten, die haben gesagt, er soll das machen. So, und da kann ich manchmal, wenn er was Falsches sagt, da widerspreche ich ihm auch. Aber wenn da jemand sagt, das ist ein Nazi, das ist unfair. Das ist er nicht und Nazis dürfen nicht in der Partei sein. Was hat er Falsches gesagt? Er hat gesagt, du, wenn du in der Partei bist, unsere Partei hat 400.000 Mitglieder. Da sagt jeder mal irgendwas. Und wenn ich da jedes Mal sagen würde, nein, das sehe ich aber so und das sehe ich so, was ich sage, sage ich laut. Und dann müssen sich auch, weil ich ja jetzt, du hast ja eben gesagt, wer ist denn der Chef der CDU, weil ich jetzt der Vorsitzende bin, müssen sich auch alle daran halten. Aber was ist gut an ihm? Warum soll an ihm was gut sein? Ich mach doch jetzt hier kein, wir wollen doch miteinander plaudern, wir machen doch keine Werbeveranstaltung für Herrn Maaßen, den du gar nicht kennst, aber... Aber er soll doch in den Bundestag. Ja, aber das entscheiden noch mal die Menschen, die ihn da wählen müssen. Ich bin in Aachen und ich wähle in Aachen. So, habt ihr noch Fragen? Nach wie vielen Purzelbäumen wird dir schwindelig? Weiß ich nicht, habe ich lange nicht mehr gemacht. Müsste ich noch mal trainieren. Haben Politiker aus deiner Firma mit Masken Geld verdient? Es gab ein paar und die sind gleich rausgeflogen. Wer Geld verdient mit Masken, darf nicht mehr mitmachen. Kannst du das auch in anderen Parteien? Ja. Leute, die Fehler machen, gibt es in jeder Partei, ist doch logisch. Klar. Aber nicht Leute, die Geld mit Masken verdienen, oder? Das war, ich habe es nicht, weißt du, das sind so viele, ich habe nicht die ganze Liste. Ich glaube, es gab einen Fall in einer anderen Partei. Aber das ist auch egal, in welcher Partei der ist. Wer sowas macht, fliegt raus, aus. Völlig egal, wo. Wie würdest du heißen, wenn du ein Drache wärst? Keine Ahnung. Wie heißen denn Drachen? Vielleicht Feuerzauber oder so. Weiß ich nicht. So, habt ihr noch Fragen? Hast du was dagegen, dass Männer heiraten dürfen? Nein. Aber du wolltest nicht dafür stimmen? Nein, ich war ja gar nicht im Bundestag. Wer kommt denn auf so komische Ideen? Du hast Interviews gegeben, wo du gesagt hast, du willst das nicht. Nee, das stimmt nicht. Im Spiegel. Du hast schon den Spiegel vor so langer Zeit gelesen. Das ist aber toll, dass du das kannst. Im Spiegel ging es mal um irgendeine rechtliche Frage vor einigen Jahren. Ich hab's gegoogelt. Und du hast das gegoogelt? Aha, na gut. Da ging es um eine rechtliche Frage. Natürlich heiraten Männer heute und das ist heute auch das Gesetz bei uns, dass das möglich ist. Wer ist netter, Olaf oder Annalena? Sind beide okay. Lieber Herr Laschet, vielen Dank für dein Gespräch. Danke euch für eure netten Ideen. Es hat uns Spaß gemacht. Sehr schön. Und dir auch? Ja, hat es. Gut, danke euch. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. So, tschüss.
dann. Bye-bye.